Hallo Fans des FC Bayern München. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Bevor wir beginnen, vergesst nicht, euch auf dem Kanal zu abonnieren, einen Daumen hoch zu geben und das Video bis zum Ende anzuschauen, denn heute haben wir eine sehr wichtige Neuigkeit mit euch zu teilen. Alphonso Davies, eines der großen Talente unserer Mannschaft, steht im Fokus des Interesses von Real Madrid. Genau wie wir bereits auf unserem Kanal berichtet haben, steht der kanadische Linksverteidiger auf der Transferliste des spanischen Clubs. Allerdings kam der Präsident des FC Bayern München, Herbert Hainer, an die Öffentlichkeit, um die Situation zu klären. Laut Hainer hat Alphonso Davies immer noch einen Vertrag beim FC Bayern bis 2025. Was bedeutet, dass wir zu diesem Zeitpunkt nicht über einen möglichen Wechsel zu Real Madrid sprechen können. Der Funktionär betonte die Bedeutung des Spielers für das Team und versicherte, dass sie alles tun werden, um ihn davon zu überzeugen, im Team zu bleiben. Nach Angaben des Präsidenten des FC Bayern München gilt Alphonso Davies als einer der besten Verteidiger der Welt und ist entscheidend für das Team. Sie befinden sich in Verhandlungen, um den Vertrag des Spielers zu verlängern, haben jedoch noch keine Einigung erzielt. Die Fans des FC Bayern München sind gespannt darauf, wie diese Geschichte enden wird. Alle hoffen, dass Alphonso Davies sich dafür entscheidet, beim Club zu bleiben und weiterhin auf dem Spielfeld zu glänzen. Wir drücken die Daumen, dass er bleibt und uns weiterhin mit seinem Talent beglückt. Und du, Fan, was denkst du über diese Situation? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit und lasst uns gemeinsam hoffen, dass Alphonso Davies beim FC Bayern München bleibt. Bis zum nächsten Mal.